Ich wollte euch, weil ich für die Zeitschrift mit Sabine einen Artikel geschrieben habe über Nahrung, habe ich mir gedacht, ach, es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn ich euch vorab meine Gedanken dazu hier am Achtsamkeitstag bringe. Inzwischen geht es mir aber so, dass ich ein Problem habe, gescheites Wissen, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, zu berichten, weil alle diese Dinge ja schon überall zu finden sind, zu lesen sind, in teils Bücher, im Internet, überall kann ich die Sachen nachlesen. Und für mich ist es dann so ein darüber sprechen und da tue ich mich inzwischen ein bisschen schwer. Am liebsten würde ich euch von mir erzählen, weil so zwischendurch mag ich vielleicht auch dann die vier Nahrungen, über die ich hier mein Konzept gemacht habe, berichten. Aber eigentlich geht es mehr bei uns um die Praxis beziehungsweise um die Dinge, um die wir uns bemühen. Insofern wird also nicht ein Vortrag daraus, sondern eigentlich mehr ein Erzählen über die Dinge, die ich so für mich erlebe. Früher zu Karls Zeiten noch war es immer so, dass ich gedacht habe, naja, schon wieder dieser Achtsamkeitstag. Heute ist das inzwischen ganz anders geworden, weil ich einfach Freude habe, hierher zu kommen, viele liebe Freunde zu treffen und dieses Miteinander, alles Menschen, die sich auch darum bemühen, Verständnis zu haben, liebende Güte zu üben, Mitgefühl, Verstehen, Liebe. Also es gibt so viele Aspekte, denen wir uns zuwenden hier und auch zu Hause, das hoffe ich. Und ja, und das ist einfach schön. Schön, Freunde auf dem Weg zu haben. Also die vier Nahrungen, ich fange jetzt mal mit der körperlichen an, mit dem, was wir zu uns nehmen, mit dem Essen, sind, um sie nochmal zu rezitieren, die körperliche Nahrung, die geistige Nahrung, die Willenstendenzen und unser Bewusstsein. Bei der körperlichen Nahrung geht es natürlich immer wieder darum, was essen wir, was tun wir uns an, wenn wir unsere Nahrung auswählen. Denn heute müssen wir wirklich schon sehr groß, sehr stark aufpassen, weil viele Nahrungsmittel in Klammern genmanipuliert sind oder mit sehr viel Giften gezüchtet werden, nicht mehr so zu unserer Gesundheit beitragen. Unsere Ernährung sollte hauptsächlich aus den essbaren Pflanzen, Kräutern, Gemüse, Obstsorten sowie Nüsse und Gewürze sein. Ergänzend gehören noch die Milchprodukte und Eier dazu. Aus meiner buddhistischen Sicht lasse ich bewusst tierische Nahrungsmittel weg, weil das, was wir aufnehmen, wenn wir Fleisch essen, hat nicht nur den materiellen Aspekt, sondern auch einen sehr feinstofflichen Aspekt, nämlich, dass diese Tiere viel Leid erfahren durch ihre Haltung, durch die Transporte, durch die Mittel, die man ihnen verabreicht, Antibiotika und durch den Tötungsprozess. All das ist gespeichert im Fleisch der Tiere. Und auch das nehmen wir mit auf. Und es macht was mit uns. Darüber zu sprechen, bringt nicht so viel, das muss man erfahren. Wenn wir mal sehr bewusst ein Gemüsegericht essen und am gleichen Tag, vielleicht ein paar Stunden später, ein Fleischgericht, dann merken wir, wenn wir tief hineinspüren, was da für ein großer Unterschied ist. Erstens ist Fleisch viel schwerer, braucht viel länger zur Verdauung und wie gesagt, diese Qualität, die wirkt sich auch in uns aus. Diese körperliche Nahrung ist etwas, was wir eigentlich schon alle sehr praktizieren und wissen. Wenn ich jetzt zur geistigen Nahrung übergehe, dann möchte ich euch gerade so meine Freude und meine geistige Nahrung von heute früh erzählen oder darüber erzählen. Schon beim Aufwachen
habe ich mich gefreut, habe gedacht, ah ja, wunderbar, heute ist Achtsamkeitstag. Manchmal denke ich, schon so früh raus, aber heute habe ich mich schon gefreut. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt und es schien schon eine wunderbare Sonne. Wir hatten nämlich keine Nebel mehr und insofern bin ich ganz wach, ganz frisch aus dem Bett. Meine nächste Freude war meine Freundin, die zu mir kam, um mit mir hierher zu fahren. Zu zweit zu fahren ist immer schöner als alleine. Wir haben uns schon mal ganz herzlich begrüßt und das war meine nächste Freude. Dann ging die Fahrt nach München los. Aus der Garage raus und so die ersten Meter, wie ich so um die Ecke fuhr, sah ich, dass der Nebel gefroren war. An den Gartenzäunen, an den Blättchen und besonders am Stacheldraht, da kam das so schön raus. Und die Sonne, die da drauf schien, das glitzerte in so vielen Kristallen. Das war sowas von wunderschön. Die Sonne, die war noch so ein kleines bisschen von dem Nebel, wie soll ich sagen, so ein bisschen milchig und trotzdem ein wunderschöner Anblick. Ein Anblick, wo ich gedacht habe, wow, geht mir da gleich das Herz auf. Ich habe es dann gleich laut mitteilen müssen, weil es mich so begeistert und erfreut hat. Ja, und dann kamen natürlich noch wieder die letzten Laubfärbungen dazu, die letzten Ahornblättchen, die noch nicht runtergefallen waren, die auch von der Sonne jetzt noch besonders leuchteten in gelben, rötlichen Farben. Also es war eine wunderschöne Fahrt raus bis zur Autobahn hin, die mich schon mal von ganzem Herzen genährt hat. Ja, und dann hier angekommen, euch alle wieder zu treffen, ist alles nur mit Freude bestückt. Eine ganz starke Rolle bei der körperlichen und geistigen Ernährung spielt ja auch immer unsere Einstellung zu all den Dingen. Zum Essen, inwieweit nehme ich, muss jetzt nochmal zurückkommen auf die körperliche Ernährung, inwieweit nehme ich das Essen mit Freude auf und wie habe ich mich dazu eingestellt? Dabei fällt mir jetzt meine Mutter ein, die auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und sehr viel körperlich arbeiten musste und natürlich noch, wie das früher so war, eine sehr schwere Kost hatte. Es gab viel fette Wurst. Zu ihrer Zeit gab es auch noch viel Fleisch. Später habe ich gehört, hat man dann nur noch an Wochenenden Braten gegessen, aber dort, die Eltern waren Metzger, gab es sehr viel Fleisch. Und trotz ihrer auch sonstigen harten Arbeit und die zwei Weltkriege, Flucht, Wiederaufbau, all diese Dinge hat sie mit ihrer Vitalität ganz gut überstanden. Das konnte ihr alles nichts anhaben. Und sie ist immerhin dabei 103 Jahre alt geworden. Das lässt mich manchmal nachdenken, ja, was ist es denn alles, was uns so empfindlich macht? Oder allergisch macht beim Essen? Ist es unsere Einstellung? Ist es eine verstärkte Sensibilität in uns? Was spielt denn da alles mit hinein? Ich glaube, dass ganz viel auch die Einstellung ausmacht. Da fällt mir auch ein Beispiel ein, als ich unlängst mit Freunden in Italien war. Er selber ist ein Ehepaar und er ist ein sehr spaßiger. Dann hat er immer gesagt, ja, hat er gesagt, ich habe mit Essen gar keine Probleme. Alles, was auf dem Tisch steht, das esse ich. Ja, dachte ich, wunderbar. Eines Tages haben wir gesagt, heute machen wir Zucchinisuppe. Und als die dann auf dem Tisch stand, guckt er, da sagt er, was ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gegessen. Nö, die esse ich nicht. Oh, habe ich gesagt zu ihm. Ich dachte, du isst alles, was auf dem Tisch steht. Nö, sagt er, nö, die esse ich nicht. Sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Dann sagt seine Frau, jetzt probier sie doch wenigstens mal. Dann hat er sich wirklich dazu gezwungen, ein Tellerchen zu essen. Es hat ja kaum eine Stunde gedauert. Dann kamen die Beschwerden. Mir ist gar nicht gut und die drückt mich und sie bläht mich und ich muss aufstoßen und letztendlich Durchfall. Obwohl an der Suppe nichts weiter dran war, als ein bisschen Öl, wo wir die Zucchini mit angebraten hatten, ein bisschen Wasser
und zum Schluss so ein kleines bisschen Sahne. Also es gab nichts, was jetzt körperlich nicht verarbeitet werden konnte. Und trotzdem ging es ihm nicht gut dabei. Es war ein deutliches Zeichen für mich, was doch unsere Einstellung zu all den Dingen immer wieder ausmacht. Ein guter Weg ist sicher, unsere körperliche Nahrung sorgfältig auszuwählen, sie liebevoll zuzubereiten und sie dann mit Achtsamkeit und Dankbarkeit zu essen. Ein Sprichwort sagt, was der Mensch isst, das isst er. Dann gibt es auch noch den Satz, der Geist formt den Körper und der Körper formt den Geist, wobei die Nahrung eine große Rolle spielt. In Beziehung auf Beweglichkeit auch, je schwerer ein Essen ist, umso unbeweglicher werden wir, umso leichter ein Essen ist, desto beweglicher werden wir. Ein beweglicher Geist, ein beweglicher Körper. Bei der zweiten Nahrung, bei den Sinneseindrücken, wozu das Sehen, das Hören, Riechen, Schmecken und Tasten gehört, Denkbewusstsein lasse ich jetzt mal weg, das sind die Grundlagen bzw. die Grundlagen für unsere Sinneseindrücke sind unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen. Da spielt natürlich auch das Bewusstsein mit hinein. Und ganz entscheidend ist, womit wir uns beschäftigen, gerade was wir lesen, anhören, anschauen, worüber wir sprechen und welche Kontakte wir pflegen, wie zum Beispiel Internet, Zeitschriften, Radio, unendlich viel Medien. Ja, und welche Gespräche wir natürlich auch führen und welche Gedanken daraus resultieren. Positive Gedanken, freudige Gedanken bringen auch immer freudige Gefühle hervor. Die zwei sind immer in Kombination. Gedanken und Gefühle spielen immer zusammen. Manchmal sind es erst die Gefühle, die die Gedanken beeinflussen, und manchmal sind es die Gedanken, die die Gefühle beeinflussen. Also das ist, kann beides sein. Die Kontakte, die wir pflegen, sind oft nicht heilsam. Heilsam, weil sie, wenn wir nur über negative Dinge sprechen, wie zum Beispiel Fernsehsendungen oder Nachrichten, Zeitungen. Das sind alles Schlagzeilen, die uns eigentlich nicht beglücken. Gerade die jetzigen wieder, dieses Israel-Problem bzw. Palästinenser-Problem. Alle diese Dinge machen uns nicht fröhlicher. Sie belasten uns, sie machen uns traurig und sie verschaffen uns auch Angst. Und auf diese Sachen müssen wir sehr aufpassen. Aufpassen, indem wir uns immer wieder zurückführen auf das Hier und Jetzt. Was ist jetzt gerade in diesem Moment? Wie geht es mir? Was erlebe ich? Was sehe ich? Wo befinde ich mich? Und in der Fülle, in der wir leben dürfen, auf allen Gebieten, würde ich sagen, brauchen wir uns in diesem Moment keine Gedanken zu machen. Denn was morgen ist, wissen wir nicht wirklich. Aber diesen Moment, den wir noch gestalten können und in dem wir jetzt leben, den sollten wir genießen. Wirklich genießen mit all dem, was jetzt hier so für uns zu haben ist, an Fülle, wirklich an Fülle. Ich denke mir immer wieder die Dankbarkeit darüber, dass wir so aus dem Vollen schöpfen dürfen, müsste uns schon, sie allein schon müsste uns dazu beflügeln, Freude zu haben. Übrigens ist die Dankbarkeit die Grundlage für Freude und Glück. Wenn wir aufstehen und dankbar die Dinge, dankbar und achtsam bemerken, die jetzt alle da sind und die wir genießen dürfen, da müsste schon mal Freude entstehen. Ja, die Kontakte, immer wieder gucken, womit habe ich Kontakt. Und letztendlich sind wir es, selbst und ganz persönlich, die dafür verantwortlich sind.
Auch bei negativen Dingen haben wir die Möglichkeit, die andere Seite anzugucken. Es gibt immer auch eine schöne Seite, eine belehrende Seite, eine uns zufriedenstellende Seite. Wenn wir die aber nicht sehen, nicht erkennen können, was auch manchmal der Fall ist, wenn wir ganz tief im Leid drin sind, sehen wir nicht immer die positive Seite, dann leiden wir. Leiden hat auch was Positives, denn wir bemühen uns, da rauszukommen. Das heißt, Leiden verschafft uns auch immer so ein Stückchen Wachstum. Thay sagt immer, er wünscht keinem Menschen nur Freude und Glück. Denn aus dem Leid erwachsen Kräfte, Einsichten, Ansichten, die uns wieder einen nächsten kleinen Schritt hin zum Erwachen bringen. Unsere geistige Nahrung erfolgt oft unbewusst und gelangt auf direktem Wege ins Unterbewusstsein. Dort wird sie zunächst gespeichert, bis sie uns durch einen äußeren Kontakt bewusst wird. Sie steht auch symbolisch für alles Aufgenommene wie Erfahrungen und Erlebnisse. Und das Unterbewusstsein kennt keinen Unterschied zwischen positiv und negativ. Da wird einfach alles gespeichert. Und es ist unendlich viel. Wie ich gestern mit Sabine diesen Artikel vorbereitet habe, ist uns beiden so bewusst geworden, wie viel Dinge eigentlich in diesen Moment hineinspielen. Das kann man alles gar nicht aufzählen. Da spielt unser vergangenes Leben hinein, da spielen die jetzigen Gedanken hinein, da spielen die jetzigen Umstände hinein, unser Denken. Also es ist unendlich viel. Das war mir noch nie so klar und so bewusst. Denn allein das, was uns alles ausmacht, ist schon eine so lange, große, breite Palette. Das sind unsere Ahnen, die hinter uns sind. Das sind unsere Eltern, dessen Fortführung wir sind. Das ist die vorgeburtliche Zeit, die Geburt selber, die Kleinbabyzeit, die Kinderzeit. Und dann kommt Kindergarten, Schulzeit. Und alle diese Dinge prägen uns. Besonders intensiv prägen uns natürlich oder prägt uns natürlich die vorgeburtliche Zeit, wo wir uns selber noch nicht leben, wo wir unsere Mutter leben. Und all diese Engramme, all diese Gedanken, Gefühle, Leiden auch, Sorgen, leben sich in uns und die nehmen wir schon mal mit, auch Ängste natürlich. Ich habe mich früher immer gewundert, wie ist es möglich, dass so ein kleines Kind schon so viel Ängste hat, wobei es noch gar nicht mit irgendwelchen Zuständen konfrontiert wurde, wo es Angst haben muss, und trotzdem hatte es schon Ängste, bis ich dann zu diesem Wissen kam, aha, ja, natürlich, wir leben unsere Mutter und da ist das alles schon da. Und das lebt sich in uns natürlich weiter. Ich habe da schon öfter drüber gesprochen, wie viel wir schon mitbringen. Dazu gehört natürlich auch noch dieses Paket, das wir selber dann für uns schon mitnehmen an karmischen Dingen. Ja, und dann all das, was wir erleben, wenn wir geboren werden und unsere Umgebung, ja, all das, was auf uns einwirkt. Und das ist unendlich viel. Und all diese Dinge spielen ja auch in jedem Moment wieder hier hinein, weil unser Denken und Handeln daraus resultiert. Dazu kommt noch, das hat dieser Bruce Lipton so schön beschrieben, der das als Beispiel einer Zelle bringt, dass all unsere Eindrücke, Gedanken, Emotionen, Stimmungen und Überzeugungen durch unser Umfeld gebildet wird. Er hat das gezeigt an einer Zelle, die er in eine Nährlösung legte und sie einmal mit einer ganz kräftigen, guten Nährlösung bestückte und zum anderen eine Nährlösung, wo fast nichts drin war. Die gute Nährlösung hat bewirkt, dass sie gewachsen ist, kräftig geworden ist, sich schnell geteilt hat
Und die andere Nährlösung, die war so, dass die Zelle vor sich hin kümmerte und so kurz vorm Sterben war. Und so ist es auch bei uns. Wir müssen sehr achtsam sein, in welches Umfeld wir uns immer wieder begeben. Ja, also alles, was wir in unser Leben mit einbeziehen, was wir zu unser Leben machen, wovon wir überzeugt sind, macht ja auch was mit uns. Es hat auch was damit zu tun, dass wir immer wieder auch in Resonanz gehen mit unserem Gegenüber, mit unserem Umfeld. Daraus entsteht auch unsere Freude und unsere Ausstrahlung, was wir von uns geben. Gibt es ja inzwischen wunderbare Berichte über das Gesetz der Resonanz. Bei immer wiederkehrenden Gedanken schaffen wir entsprechende neuronale Verbindungen im Gehirn, sogenannte dicke Nervenstränge, die unsere Gewohnheitsenergien verstärken, die heilsamen und die unheilsamen. Darum ist es so wichtig, dass wir versuchen, immer wieder rauszukommen aus unseren Gewohnheitsenergien, aus unseren alten Denkmustern. Und wir wissen, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben zu denken und dass wir viele Möglichkeiten haben zu handeln. Und probieren aus, jetzt mache ich es mal ganz anders, gehen mal ins Gegengesetzte, ist eine Möglichkeit, weil wir dann von dem Entgegengesetzten wunderbar in die Mitte kommen. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben, in diese mehr neutrale Form, wo nicht so viel bewertet wird und sofort darüber geurteilt und kritisiert wird. Das macht uns kreativer, flexibler und lässt uns ja eine ganze Menge neue Nervenstränge bilden. Denn bei jedem andersartigen Verhalten, wie wir es sonst gewohnt sind, werden neue Nerven geknüpft, Nervenverbindungen geknüpft. Und da spielt Alter keine Rolle bei. Ich habe für mich festgestellt, dass so ganz kleine Dinge, für mich kleine Dinge, sage ich mal, etwas Wunderbares sein können, worin wir viel Schönheit entdecken können, dass es nicht immer was Großartiges sein muss. Kleine Dinge wie ein hübsches Blümchen am Wegesrand mit den vielen schönen Zeichnungen drin. Oder da erinnere ich mich jetzt, ich habe unlängst eine Aloe Vera umgepflanzt und die hatte so einen kleinen Ableger dran, habe ich gedacht, ach, den hole ich mir jetzt und pflanze den extra ein. Dieser kleine Ableger ist mir dann aber abgebrochen. Ich habe trotzdem ein kleines Töpfchen genommen und habe den Ableger da reingesteckt und habe mir gedacht, ach, jetzt schaue ich mal, vielleicht wächst er ja doch. Und siehe da, er fing an zu wachsen. Ich habe ihn dann ganz liebevoll mit Wasser, mit Erde und mit allem umgeben und an mein Fensterbrett gestellt. Der erste Gang am nächsten Morgen war zu gucken, was macht er, lebt er noch? Und siehe da, er lebte noch. Und er hatte so einen ganz kleinen Zweig nebenan. Also es waren zwei, die so zusammengewachsen waren. Und die standen ganz grün, leuchtend in dem kleinen Töpfchen drin. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Und habe ich mich so aufgebaut. Und habe gedacht, ist das was Nettes? Und es ist jetzt, ja, es ist schon 2 Wochen her, wie ich gestern zurückkam, ging es mir wieder so, dass ich gedacht habe, jetzt schaue ich mal, ob meine Pflanzen noch, weil ich war ein paar Tage weg, genügend Wasser haben. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich bin zu dem Töpfchen marschiert und habe geguckt, wie geht's dir denn? Und der stand so ganz kräftig da und lachte mich an. Das war schon wieder mal unendlich Freude. Also es sind oft auch die ganz kleinen Dinge und die können uns so ausfüllen. Oder wie zum Beispiel auch ein Lächeln von jemandem, der uns begegnet. Oder ein herzliches Guten Morgen. Dabei fällt mir wieder ein, dass ich manchmal, wenn ich aufwache, und ich bin meistens schon sehr wach, wenn ich aufwache, ich so den Impuls kriege, ach, jetzt rufe ich bei jemandem an, Freundin oder Bekannte oder so. Und dann singe ich das Lied
Guten Morgen, guten Morgen, good morning, buenos dias, buongiorno, bonjour. Und dann höre ich schon ein Lachen am anderen Ende. Ja, das ist aber nett. Ja, guten Morgen. Ja, solche Dinge zum Beispiel, die können wir auch mal machen. Und insofern können wir uns gegenseitig beflügeln, dem anderen schon in aller Früh auch eine Freude machen. Eine herzliche Umarmung ist auch was Schönes, was mich freut, neben dem Lächeln. Ja, und all das versetzt uns in Schwingungen. Das lässt uns, ja, das sind freudige Schwingungen, die natürlich unterschiedlich sind. Die Schwingungen sind ja mal oben und mal unten. Und wenn sie unten sind, dann ist es wichtig, uns daran zu erinnern, dass die da nicht bleiben. Die gehen, Gott sei Dank, auch wieder nach oben. Wobei wir, wenn sie oben sind, uns nicht schon wieder die Gedanken machen sollten oder die Befürchtungen, oh Gott, wann gehen sie wieder nach unten? wie ich mir dessen bewusst wurde, dass das wirklich so ist im Leben, dass das immer so ein Auf und Ab gibt, war ich anfangs dann schon sehr nachdenklich, wenn ich in der Freude war, wie lange hält die denn jetzt an? Und das ist unterschiedlich. Manchmal hält sie ziemlich lange an, die Freude, aber ich erlebe dann schon auch wieder, dass sie nach unten geht und dass dann auch Situationen kommen, wo ich traurig bin oder enttäuscht bin oder ja auch im Tal sitze unten. Und dann muss ich gucken, was ist alles schön um mich, um recht bald da wieder rauszukommen. Und dabei hilft mir die Praxis der Achtsamkeit. Das ist einfach so. Und ich habe über die vielen Jahre festgestellt, dass es wohl nur kleine Schritte sind. Aber die kleinen Schritte haben mein Leben schon sehr, sehr verändert. Ich bin nicht mehr so lange in dieser Talsohle. Ich bin inzwischen schon viel mehr so in dem mittleren Raum. Das ist natürlich auch mit der Freude so. Das ist auch nicht mehr so das ganz Überschwängliche. Aber das hat die Art meiner Freude nicht gemindert. Und das ist das, wobei wir, erstens müssen wir uns das bewusst machen und zweitens sind es nur die kleinen Schritte und es dauert. Wir müssen geduldig dabei sein. Aber wenn ich zurückschaue, denke ich doch, es hat sich schon viel in meinem Leben verändert. Und darum geht es uns letztendlich. Was mich besonders nährt, jetzt erzähle ich euch so ein paar Dinge, worüber ich besonders Freude habe und was besonders schön für mich ist einfach die herzliche Verbundenheit zu Menschen, die offen und authentisch sind und mit denen ich mich austauschen kann. Das ist einfach immer wieder was Schönes und was sehr Nährendes für mich. Die Schönheit von Blumen und die Wunder der Natur. Also die Wunder der Natur sind so unendlich, muss ich euch ganz schnell erzählen. Ich gehe so gern zur Mineralienmesse, weil Steine mich schon immer fasziniert haben. Also Steine, das ist sowas Großartiges und Tolles. Ich verliere mich da auch so drin. Wir waren mal in der Schweiz in so einem Bachbett mit so wunderschönen Steinen. Einer war schöner als der andere. Am liebsten hätte ich sie alle mitgenommen. Und manche leuchteten ganz silbrig, manche leuchteten so in einem Goldglitzerton. Und die Formen, also zauberhaft. Und auf dieser Mineralienmesse mache ich da nichts anderes wie wirklich so in aller Ruhe von Stand zu Stand, diesmal war ich ganz alleine, zu gehen und zu gucken, was gibt es alles. Die edlen Steine, die leuchteten, die warfen ein Feuer, dass ich gedacht habe, wow, toll, wie schön. Das waren dann so die Smaragde und Diamanten und die blauen, wie heißen sie, Saphire. Aber noch mehr haben mich die Steine, die so rausgebrochen wären, aus den Felsen fasziniert. Wie die, die mit den Amethysten bestückt sind oder mit Bergkristall oder, was haben wir noch, Amethyst, Bergkristall, ja, Zitrine. Also es gibt da ganz verschiedenfarbige Steine. Und da gab es welche, die waren, der eine hat ausgesehen wie der Kailash. Der hatte eine Pyramidenform und der obere Teil war mit lauter kleinen Bergkristallen. Und es sah so ganz weiß aus, der
Besitzer dieses Standes war gerade dabei, ihn zu entstauben. Und diese kleinen Spitzen, die da so rundherum an dem Stein angesetzt waren, die leuchteten. Das war also faszinierend. Wenn ich nicht schon einen gehabt hätte, der mich so angesprungen hat, dann hätte ich mir den geholt. Dann habe ich gedacht, den auch noch? Nee, denke ich, einer reicht. Und dieser eine, ich wollte ja gar nichts kaufen, wollte einfach nur gucken, mich erfreuen an der Schönheit der Natur. Und dann ganz zum Schluss, als ich rausging aus der letzten Halle, stehe ich, waren lauter Amethyststeine. Und die waren sowas von besonders. Diese Drusen, die sind ja meistens so in so einer ovalen Form gemacht und halb durchgeschnitten. Und dann sieht man diese vielen kleinen Amethysten da drin. Und dieser Stein, der war nicht oval, sondern der war so ein bisschen wie ein Herz geformt. Der hatte eine rechte, dicke Seite, eine linke, etwas schwächere, war unten rund geformt. Und dann waren die Ränder, die waren geschliffen. Und dann hatte er bei der rechten Seite ein Loch in der Mitte drin. Und diese vielen kleinen Amethysten, die wie lauter kleine Spitzen rausleuchteten, ich habe davor gestanden und gedacht, oh, ist der schön. Und die blitzten mich alle an. Und dann kam mir sofort das Bild, und du auf meinem neuen schönen Ofen. Ich habe so einen Specksteinofen, der ist grau. Und der da oben drauf, ich habe sofort das Bild vor mir gesehen und schon gehörte er mir. Den habe ich mir dann mitgenommen. Und immer wenn ich zum Haus reinkomme, er steht, wenn ich meine Haustür aufmache, dann steht er direkt in meinem Blickfeld mitsamt dem Ofen. Und dann freue ich mich schon wieder nach Hause zu kommen. Ach, ist der schön. Ja, so hat mich die Gier übermannt, dass ich nicht nur mit dem Anschauen und der Freude nach Hause gegangen bin, sondern mit einem wunderschönen Stein. Ja, erzähle ich euch aber, was mich noch freut. Das ist eine Wanderung in den Bergen und das Baden in dem wunderschönen Quellwasser. Ich weiß nicht, alle die wandern und die so an diesen Gumpen vorbeikommen, haben es sicherlich schon mal ausprobiert und erlebt. Da war ich unlängst mal mit einer Freundin und dann sagt sie, naja, sag ich, du, ich gehe jetzt da in dieses schöne Quellwasser. Ich bin den Pfanngraben runtergegangen. Ja, ja, sagt sie, mach nur, es ist nicht so meins. Und dann habe ich mich ausgezogen und bin in dieses schöne Quellwasser gegangen. Und das ist für mich sowas, auch wieder sowas Unglaubliches, diese Energie des Wassers. Da kommt ja das Wasser oben vom Berg und fällt immer in so kleine Pfannen. Und da sieht man dann auch die Schwingung des Wassers. Einmal schwingt das Wasser rechts um, einmal links um und fällt dann wieder so ein steiles Stück den Fels runter und sammelt sich dann immer in so einem kleinen runden Becken. Und diese Becken, die leuchten dann manchmal türkis, je nachdem wie der Lichtfall ist, Einfall ist oder grün. Und da, wo es runterfällt, da sprudelt es dann auch noch. Also gut, ich musste da wieder rein. Und das ist für mich ein Stückchen Lebensbrunnen, Energie, es nach so einer Wanderung, wo ich ja dann doch meistens erschöpft bin und ein bisschen verschwitzt und einfach müde, wenn ich da wieder raussteige, dann bin ich ja so völlig fit und frisch und es ist also ganz was Besonderes. Na gut, als ich mich dann so in mein Wasser reinbegab und guck mich so um, da sehe ich, dass diese Freundin sich auch auszieht. Denke ich, aha, na gut, lass mal. Und sie war dann an meiner Seite und freute sich und plätscherte und es war also für sie anscheinend auch Freude. Wie wir dann wieder auf dem Weg beide waren, sage ich zu ihr, na sowas, sage ich, ich habe gedacht, das ist nicht deins. Nö, sagt sie, aber schön war's. Also wir müssen ausprobieren, immer wieder neue Dinge, auch wenn sie nicht unsere sind. Gucken, was macht es denn mit mir? Und das ist es einfach. Ja, dann sind es auch Radtouren durch Wiesen und Wälder, dann die Zuwendung, ja, von Freude und Kindern. Ich habe inzwischen eine neue Familie. Meine zwei Enkel von der Susanne sind groß, sind schon 20 und leben ihr eigenes Leben. Und jetzt habe ich die neue Familie meines Neffen. Die sind 3, 5 und 7, genau. Und es ist sowas Goldiges, diese Kinder, die mich jetzt
Früher war ich nicht so oft bei meinem Neffen und wir hatten auch nicht den Kontakt. Aber es hat sich jetzt so ergeben, dass wir unser altes Miteinander wieder aufleben lassen oder gelassen haben. Und wie ich das letzte Mal in Berlin war und diese Kinder zu mir kamen, die Kleine, die Mittlere, sagte: Tante Loni, darf ich mittags mit dir im Bettchen liegen? Dann kuschelte sie ganz nah zu mir hin und das war so was Goldiges und Niedliches. Also das ist auch etwas, was unser Herz erfreuen kann. Kinder in ihrer Offenheit, in ihrer Art, sich zu zeigen, einfach da zu sein. Ganz schön. Ja, Harmonie und Frieden in mir und um mich herum, das ist eigentlich, oder um uns herum, das ist eigentlich das, was wir alle anstreben sollten und was uns gut tut. Und was eigentlich dieses Menschsein auch beinhalten sollte. Frieden, miteinander, uns verstehen, uns entgegenkommen, immer wieder die Hand reichen. Ja, das wär's. Das ist es. Das sind eigentlich schon meine letzten Worte. Tja, das sind meine letzten Worte, würde ich sagen. Dieser Frieden, all das, all diese Freude. Zum Abschluss noch den Satz von Gandhi. Er ist wunderschön. Wir müssen die Veränderung sein. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen möchten. Und das, glaube ich, ist eine wunderbare Möglichkeit, uns immer wieder zu bemühen.